Er sagt, alayhi salatu wasalam, es gibt keine einzige Person, bedeutet unter allen Sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, denen ich den Islam vorgeschlagen habe, denen ich den Islam vorgestellt habe, außer dass bei jedem eine gewisse Kabwa vorhanden war. Was heißt Kabwa? Das heißt, liebe Geschwister, er hat gezögert. Mehr, weniger, er hat gezögert. Er sagt, alayhi salatu wassalam, außer bei Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu an, er hat sofort den Islam angenommen. Ohne einen Aufschub, ohne sonstiges Warten. Er war überzeugt vom Islam und hat ihn sofort angenommen. Und das zeichnet ihn aus gegenüber allen anderen Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu hat gleich in seiner Anfangszeit 6 Personen, nein, ich möchte nicht nur Personen sagen, 6 Persönlichkeiten vom Islam überzeugt, die alle 6 zu den Leuten gehören, denen Allah azza wa jal das Paradies versprochen hat, während sie auf Erden waren, während sie noch auf dieser Erde gelebt haben, während ihnen aber schon dieses Paradies versprochen wurde, wo sie ewig im Jenseits leben werden. 6 Personen hat er überzeugt. Wer waren sie? Das war ein Mann, Uthman ibn Affan radiallahu an. Uthman ibn Affan radiallahu an. Und das war einmal Abdurrahman ibn Auf. Und das war Az-Zubair ibn al-Awwam. Und das war Sa'd ibn Abi Waqqas und Talha ibn Ubaidillah und auch Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Diese 6 Persönlichkeiten, wir haben schon bereits ihre Geschichten erzählt. Wer will, kann diesen Namen eintippen, den Namen von diesen Sahaba und unseren Namen auch ebenfalls eingeben bei YouTube. So wird er die Geschichte von diesen großartigen Persönlichkeiten finden. Diese 6 Leute sind alle im Lohnbuch von Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu.